Cleo, du warst einfach killergut. Ich weiß. Irgendwie fehlte der letzte Biss. Du bist dran. Wundere dich nicht, wenn keiner klatscht. Nach mir hat es jede schwer. Ich bin ein Naturtalent. Viel Glück. Das wirst du bitter nötig haben. Der Scheinwerfer sieht aus wie der Mond. Jemand hat aus Versehen den Scheinwerfer eingeschaltet. Schrecklich. Wer tut so etwas nur? Sie ist völlig durchgeknallt. Und das gefällt mir. Oh, das war wild. Wollten Sie von dir auch eine Zugabe? Ein Test. Entweder hat Claudine den Schlussverkauf bei Transylvania Secret verpasst oder sie hat vergessen zu lernen. Ich konnte nicht. Mein Bruder hat alle meine Notizen verschlungen. Ja, genau. Willst du uns etwa vormachen, du hättest nicht America's Top Monster geguckt? Ertappt. Aber die Endausscheidung konnte ich mir einfach nicht entgehen lassen. Mädels, was soll ich jetzt nur tun? Na ja, warum setzt du dich nicht neben Gulia? Meinst du etwa, ich soll abschreiben? Sie hat nun mal den meisten Grips an dieser Schule. Ich wüsste, was ich tun würde. Also, Klasse, Stifte bereithalten und los! Noch eine Minute. Mach schon, mach schon. Und Stifte weglegen. Dankeschön. Natürlich wurde nicht gefragt, wer bei America's Top Monster rausgeflogen ist. Lernen wäre besser gewesen. Ich habe die ganze Nacht geprobt. Ich bin geboren für diese Rolle. Es gibt nur eine, die die Hauptrolle spielen kann. Und das bin ich. Die Rolle gehört mir. Mir! Beweise es. Schick sie rein. Hallo, wir fangen an. Haltet euch für das Vorsprechen bereit. Die nächste. Die nächste. Hals- und Beinbruch. Am besten gleichzeitig. Oh, du meine wunderschöne Rose, bin selbst doch nur... Ah! Oh, du meine wunderschöne Rose, bin selbst doch nur ein Dorn, mein Liebes... Ah! Bin selbst nur ein Dorn, mein Liebesschmerz wird verschönt durch dein Leuchten. Ah! Hoppenhänger! Hast du Shakespeares Verse vergessen? Die Art der Gnade weiß von keinem Zwang. Sie träufelt wie des Himmels milder Regen zur Erde unter ihr zwiefach gesegnet. Sie segnet den, der gibt und den, der nimmt. Ich hatte schon Angst, ich wäre aus dem Rennen, weil mein kleiner Bruder mir ins Bein gebissen hat. Aber mich hält keiner auf. Ich werde sowas von gewinnen. Das könnte ihr so passen. Die Wahl zur Scream Queen werde ich haushoch gewinnen. Ich setze ein paar Gerüchte in die Welt und schon wählen alle mich. Bei Claudine ist nur eins herausragend, ihr vampirischer Haartick. Doch alles umsonst, verschenkt bloß nicht eure Stimme. Und keiner wird wissen, dass das von mir stammt. Aha, nie jemandem weitersagen. Und ich kenne das Tratschmonster, von der es alle erfahren werden. Senden! Oh, das ist ja irre! Das muss ich allen erzählen. Oh, lieber nicht. Ich möchte schon, aber ich darf nicht. Ich bin wenigstens Frankie, sie ist nicht irgendjemand. Oh, süß. Senden. Verstehe ich nicht. Jedem senden? Okay. Sprachschlag. Oh, meine Schuld, Simsen beim Gehen. Besten Dank.
Für die beste Werbe-SMS-Kampagne in der Geschichte von Monster High gewonnen hat unsere Scream Queen, Claudine Wolf. Was? Das ist nur möglich. Alle haben sie gewählt und hier steht warum. Claudine, herausragend, plant eine vampirische Party und alles ist umsonst. Wow, es ist unglaublich, Cleo. Es lief wie von selbst. So, so, Johnny's Brothers, sowas von gestern. Justin weiter zum Anbeißen. Heath Burns, abhacken. Hey Mädels, checkt mich aus. Ich brenne heute. Ganz schön aufgeblasen. Chill mal ab, Heath. Du lahme Ente, Heath. Ich habe mehr Power in einer Kralle als du im ganzen Körper. Oho, da kriege ich ja heiße Ohren. Ihr wisst doch, Mädchen sind viel zu empfindlich für Leistungssport. Das hättest du nicht sagen dürfen. Nicht zu mir und nicht heute. Ich werde dir auf der Laufstrecke richtig Feuer machen. Du verbrennst dir die Finger. Wer die schnellste Runde läuft, gewinnt. Der Verlierer räumt die Horrorgrube auf. Abgemacht. Hier, meine Handtasche und meine Bücher, Ohrringe, Laptop, Handy, Kosmetiktasche, meine Armreifen. Hey, Claude, willst du nicht zuschauen, wenn deine kleine Schwester von mir Feuer bekommt? Ach, ich kann's nicht mit ansehen. Musste das unbedingt heute sein? Ich besuche dich auch jeden Tag und lach mich tot. Vorhang auf, Mädels. Da staunst du, was? Heute ist Vollmond. Meine Mädels und ich besuchen dich jeden Tag. Und lachen uns tot. Dumm gelaufen. Jedes Monstergirl träumt von einem Platz in meinem Team. Ich rechne mit jeder Menge Bewerberinnen. 1000 dürften fürs Erste reichen. Schreibst du alles mit? Und niemand darf mich direkt ansehen, außer voller Bewunderung. Gut, dann können wir ja jetzt anfangen. Ich verstehe das nicht. Vielleicht war ich wirklich zu streng mit ihnen. Ich dachte, sie brauchten eine harte Hand, ein strenges Kommando. Aber das war wohl ein Irrtum. Beim nächsten Mal wird es bestimmt besser, wenn es überhaupt ein nächstes Mal gibt. Julia, Geistesblitz, ich kann doch die Kandidatinnen auswählen und das neue Team für Cleo aufbauen. Ich weiß, alle denken, sie ist total perfektionistisch. Aber das war die Cleo von früher. Du siehst, sie hat sich verändert. Das Team ist mein Vermächtnis. Mein Ein und Alles. Interesse am Cheerleader-Team? Nur noch alle Plätze frei. Ja, hallo, Laguna. Sorry, meine Liebe, bin schon im Schwimmteam als Captain. Ich freue mich schon auf eure Anfeuerung. Hast du dir schon überlegt, ob du mit mir zum Ball gehst? Nein. Und jetzt? Nein. Jetzt? Nein. Jetzt? Nein. Jetzt? Ja, also gut, was soll's. Feuer frei! Hast du etwa gerade Heath Burns zugesagt? Er hat mich überrumpelt. Was sollte ich machen? Mit wem würdest du denn lieber gehen? Weiß auch nicht. Mit jemand Besonderem. Der nett ist. Sportlich. Jemand wie... Hey, was geht ab? Hallo, Claude. Jemand wie... Claude! Claude Wolf? Nein, spinnst du? Er ist Claudines Bruder. Und? Und? Ich kannte ihn schon, da war er kaum stubenrein. Aber du magst ihn doch, oder? Ich finde ihn nicht unlieb, aber das wird mir alles zu viel. Wir sind Freunde und mehr wird ihn nie in mir sehen. Außer du machst bei den Cheerleadern mit. Meinst du? Total. Dann wird er dich als Teil des Teams erleben. Okay. Aber Cleo... hat sich verändert. Okay, bin dabei. Ich soll Cleo helfen? Tut mir leid, wenn ich abwinke. Dann sind wir eben nur noch drei. Ich, Draculaura und Cleo. Das würde lächerlich aussehen. Tja, damit wäre mein ganzes Sozialleben vorbei, bevor es richtig begonnen hat. Moment. Wenn Wölfe eins sind, dann sind sie treu. Du bist die Beste. Und Cleo ist wirklich lockerer geworden? Ich wusste, ich würde ein Team haben. Und ich wollte schon lockerer werden. Moment, wie? Das Wichtigste zuerst. Training jeden Tag, abends, Wochenenden, 7 Tage die Woche. Hast du ihnen das gesagt? Also eigentlich dachte ich... Wunderbar, wir fangen um 6 Uhr morgens an. Ja! Hol das Bällchen, Claude. Leg ihn ins Körbchen, Claude. Von der Grauslinie. Hey, Schwesterchen, was ist denn mit dir los? Juckt dir das Fell? Tu
Tu nicht so ahnungslos. Warum gehst du mit Draculaura zu dem Ball? Damit Heath sie in Ruhe lässt. Gut, Claude, Platz. Rühr dich nicht. Jetzt bringe ich dir Manieren bei. Also, hier sind meine Freundinnen. Und auf der anderen Seite ist meine Familie. So soll es auch bleiben. Also, du bleibst schön im Zwinger, verstanden? Sie ist eine meiner besten Freundinnen. Solltest du auch nur die kleinste Kleinigkeit tun, die ihre Gefühle verletzt, mach ich dich zum Dackel, verstanden? Knurr doch nicht so, Schwesterchen. Natürlich, Draculaura ist süß, aber ich kenne sie doch schon, seit ich ein Welpe war. Wir gehen einfach nur als Freunde hin, versprochen. Ein Brief vom Cheerleader-Camp. Wir melden uns. Großer Tag heute, wie, Cleo? Großer Tag? Warum? Was hast du gehört? Nichts. Ich kann nur unseren Auftritt kaum erwarten. Oh ja, richtig, der große Auftritt, ja. Ich weiß, wir waren in letzter Zeit nicht die Besten, aber heute Abend werden wir es schaffen, du wirst sehen. Willst du denn nicht dein Kostüm anziehen? Doch, doch, ich hatte es gerade vor. So ist gut, so ist richtig, nicht nur reden, sondern sich bewegen. Warum trägst du nicht dein Cheerleader-Kostüm? Warum trägst du nicht dein Cheerleader-Kostüm? Heute Abend ist doch der Ball. Bist du nicht total aufgeregt? Doch, natürlich. Heute Abend kommt es drauf an. Darauf kannst du wetten. Und wir müssen auf den Punkt da sein. Für Cleo. Okay, zieh dich um. Go, 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 go. Zieh dich um. Was gibt's? Darf ich dich etwas unter Freundinnen fragen? Warum gehst du mit meinem Bruder zu dem Ball? Habe ich dir etwas getan? Oh nein, stört dich das etwa? Das wusste ich nicht. Ich wollte nicht... Es stört mich nicht. Schließlich geht ihr ja nur als Freunde, oder? Oh ja, total. Nur als Freunde, Blutsfreunde. Hey, du siehst toll aus! Nur Freunde! Puh, viel zu dramatisch. Ich stehe das nicht länger durch. Ich werde heute Abend Claude mein Herz ausschütten. Cheerleader Camp, wir kommen. Einladung zurückgezogen. Diesmal etwas lauter, bitte. Oh. Und, wie geht's meinem Bruder? Keine Ahnung. Du hast keine Ahnung? Nö. Hört mal, wir haben ein Problem. Cleos Schließfach stand weit offen, als ich vorhin kam. Das ist unheimlich. Aber es kommt noch schlimmer. Seht mal. Sie hat ihren Lippenstift nicht mitgenommen. Nicht mal in einen Sarkophag würde sie sich ohne Lippenstift legen. Wir müssen sie suchen. Sie ist bestimmt in der Turnhalle oder trinkt einen Shake. Moment, ich weiß, wo wir nachsehen müssen. Du liebe Güte. Es ist schlimmer, als ich dachte, dass ich Cleo jemals so sehen würde. Weinend? Nein, putzend. Was ist denn nur los? Das werde ich dir sagen, du Steiftier. Oder sollte ich sagen, ihr Steiftiere? Wir? Ihr habt meine Einladung ins Cheerleader-Camp vermasselt. Wir sind nicht dabei. Ihr habt mich hängen lassen. Sie hat recht. Außer Frankie hat keine von uns ihr Bestes gegeben. Es tut mir leid, Cleo. Wir haben dich enttäuscht. Was soll das denn jetzt? Es ist vorbei. Wir haben trotzdem noch eine Chance. Was meinst du damit? Jedes Jahr darf ein Cheerleader-Team mit einer Wildcard zum Yammersee. Wildcard? Wird ein Team und sein Video 1 Million Mal auf Gruseltube angeklickt, kriegt es eine Extra-Einladung. Und woher weißt du das bitte? Ich weiß eben manches. Es steht auf ihrer Website. Wir haben also noch eine Chance. Gulia macht ein Video von uns und unseren tollen Cheers, Stunts und Pyramiden. Was für eine super Idee. Doch es gibt zwei Haken dabei. Und zwar? Erstens, die Frist läuft in 2 Tagen ab. Bis dahin kriegen wir niemals 1 Million Klicks. Und zweitens sind wir grottenschlecht. Ich gebe jedenfalls nicht auf. Team, Achtung! Ihr müsst euch voll reinhängen. Jawohl. Es wird hart werden. Das wissen wir. Ich werde noch mehr schreien als sonst. Kein Problem. Cheerleader! Freaky, chic, and fly, monster high. We're student bodies, we got spirits, yes we do. We've got spirits, how about you? We've got spirits, yes we do. We've got spirits, how about you? Cheerleader!
So, dann wären wir soweit. Mal sehen. Eins, zwei, drei, vier, jammer sie, hier kommen wir. Chilia, Chilia, ja, Chilia. Uns fehlen nur noch 999.999. Die Bruchbude. Du sagst es. Nun ja, es ist nicht gerade ein Luxushotel. Warum müssen wir hier hausen und alle anderen Teams wohnen in Luxusbungalows? Scary Murphy ist eine Cheerleading-Legende. Sie hat schon ihre Gründe. Tja, wer es glaubt. Scary Murphy. Ihr seid also das Wildcard-Team. Auf mich wirkt ihr wie ein müder Haufen. Also, wir sind ja nur... Ruhe, das reicht einfach nicht. Deine Haltung furchtbar. Deine Einstellung entsetzlich. Kommt in die Gänge, Ladies. Also los, Bewegung. Als Wildcard-Team müsst ihr ganz Besonderes leisten, ihr Turteltäubchen. Was lernen wir als erstes? Pyramiden für Profis? Komplizierte Schrittfolgen? Nein, für euch habe ich mir etwas anderes ausgedacht. Ich glaube es einfach nicht, dass wir für die anderen Teams das Mittagessen kochen müssen. Ich bin sicher, Scary Murphy weiß, was sie tut. Und jetzt auch noch den Rasen mähen? Die Tante geht mir so auf die Nerven. Scary Murphy ist der absolute Cheerleading-Guru. Wenn sie sagt, mähe den Rasen, fragst du nur, wie viel Millimeter. Ah! Das ist schon wesentlich besser. Wem sagst du das? Es gibt doch nichts Schöneres, als so da zu sitzen und zu träumen. So. Ich hasse es einfach nicht. Wir haben einen ganzen Tag mit blöder Hausarbeit verschwendet für Scary Murphy. Was hatte all das eigentlich mit Cheerleading zu tun? Ich weiß es auch nicht, aber ich glaube an Scary Murphy. Ja, Tor! Nicht schlecht für eine Meerwasserjungfrau. Danke, Partner. Du bist aber auch gar nicht schlecht für einen Süßwassermann. Ich sage den Mädchen immer wieder, Scary Murphy hat bestimmt einen Plan, aber ich bin mir nicht sicher. Lorelei, was machst du denn hier? Der Jammersee ist der Ort, an dem sich alle coolen Schnurrkatzen in den Frühjahrsferien versammeln. Das Südufer ist nur für Cheerleader-Teams, kein Platz für Drückebergerinnen. Oh, du kämpfst mit harten Bandagen. Dabei wollten wir nur gratulieren, dass ihr im Cheerleader-Camp dabei seid. Oh, danke. Und wir wären sogar bereit, zurückzukehren. Was? Jetzt, wo es beim Cheerleader-Team wieder läuft, möchten wir wieder einsteigen. Ich sehe doch, wie sehr du dir den Paradestart wünschst. Und mit uns hast du die beste Chance, ihn zu bekommen. Du hast recht, Lorelei. Ich werde euch noch brauchen. Ich hab's doch gesagt. Um meinen Paradestab zu polieren, nachdem ich ihn gewonnen habe. Was? Ich würde dich nicht nehmen, und wenn du noch so sehr schleimst. Und jetzt entschuldigt, mein Team braucht mich. Du hast dir gerade Feinde fürs Leben gemacht. Sieh dich lieber vor. Monster, 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 Monster